Cancel Culture hat nun auch im österreichischen Verteidigungsministerium Einzug gehalten. Worum es dabei genau geht, besprechen wir heute mit unseren beiden freiheitlichen Abgeordneten Harald Stephan und Volker Reifenberger. Lieber Harald, die Windisch-Kaserne in Klagenfurt soll nun umbenannt werden. Das wurde im Parlament so beschlossen. Scharfe Kritik dazu kommt von der FPÖ. Warum? Ja, der Hintergrund ist, das muss man vielleicht kurz erläutern, Alois Windisch ist 1892 geboren worden, war schon im Ersten Weltkrieg Soldat, ist dann in der Zwischenkriegszeit Soldat gewesen und danach im Zweiten Weltkrieg. Es gibt keinerlei Hinweise, dass er Nationalsozialist war und trotzdem und in der Zweiten Republik wurde die Kaserne in Klagenfurt nach ihm benannt. Und seit vielen Jahren betreiben die Grünen und auch die Kommunisten dagegen Widerstand und wollen diese Namensgebung verändern, eben mit der Behauptung, Alois Windisch war Kriegsverbrecher. Das muss man ihm jetzt, wie gesagt, nochmal klarlegen. Nationalsozialist war er offensichtlich nicht, dafür gibt es keinerlei Belege. Er war Soldat im Zweiten Weltkrieg, das ist richtig, und er wurde dann in Jugoslawien zum Tode verurteilt. Und wir wissen ganz genau, dass die Prozesse in Jugoslawien nicht rechtsstaatlich abgelaufen sind. Das waren Schauprozesse, so wie auch in der Sowjetunion. Es wurden viele von diesen Prozessen auch nachher wieder aufgehoben, beziehungsweise die Verurteilten rehabilitiert. Und er wurde 7 Jahre lang, war er in Gefangenschaft in Jugoslawien, ist dort offensichtlich ganz schlecht behandelt worden und dann auf Betreiben Österreichs, und zwar des offiziellen Österreichs damals, und zwar vom Bundespräsidenten Körner und vom späteren Verteidigungsminister Graf, die haben sich für ihn eingesetzt und so ist er dann freigelassen worden und ist dann auch ganz formell empfangen worden von diesem späteren Verteidigungsminister Graf. Und da muss man dazu sagen, dieser Graf war selbst 2 Jahre lang im KZ in Dachau. Das heißt, die wussten ganz genau, dass Alois Windisch kein Nationalsozialist ist, kein Kriegsverbrecher ist und haben ihn deswegen so freundlich empfangen, sich für ihn eingesetzt und dann auch eine Kaserne nach ihm benannt. Und jetzt, 60 Jahre später, würden wir uns da moralisch überhöhen und würden sagen, was die damals gemacht haben, war offenbar NS-Verherrlichung oder naiv oder dumm. Und das würden wir damit ja indirekt sagen. Die haben genau gewusst, die haben ihn persönlich gekannt, die haben gewusst, was er für ein Mensch war, haben die Kaserne nach ihm benannt und heute würden wir das umdrehen. Und vielleicht darf ich noch ergänzen, das würde bedeuten, dass das Einzige, was übrig bleibt, was man dem Alois Windisch vorwerfen kann, ist, dass er Soldat war im Zweiten Weltkrieg. Und wenn man diese Argumentation ansetzt, dann müsste man eigentlich alle gefallenen Denkmäler in Österreich entfernen, weil auch dort wird der Soldaten, der Gefallenen geehrt, die sich auch nicht ausgesucht haben, wie ihre Jugend verläuft und ob sie einrücken, ob sie unter Umständen eben sogar ihr Leben lassen. Die haben das auch nicht mit Freude gemacht und trotzdem, und genau auch deswegen gedenkt man derer. Und dasselbe gilt eben beim Alois Windisch und daher ist es ein ganz schlechtes Zeichen, wenn man jetzt ohne Begründung Nationalsozialist, echter Kriegsverbrecher oder irgendein persönlicher Vorwurf einfach nur hier sagt, das muss verändert werden. Lieber Volker, wie kommt es jetzt zu diesem plötzlichen Vorstoß der Regierung, dass diese Kaserne jetzt umbenannt werden soll? Ja, dazu muss man wissen, dass die grüne Abgeordnete Blimlinger schon die gesamte Legislaturperiode am Ende jeder Rede diese Umbenennung fordert. Und das ist das, was uns so ärgert. Die Grünen sind jetzt in der Regierung und haben es jetzt auch anscheinend geschafft, dass diese linke Cancel Culture auch im Verteidigungsministerium Einzug hält und dass man hier vollkommen unberechtigt mit der Nazikeule ums Eck kommt. Und man muss sagen, zu Alois Windisch, es gibt überhaupt keinen Beleg dafür, auch nur annähernd, dass er irgendetwas mit der nationalsozialistischen Ideologie zu tun gehabt hätte, nämlich ganz im Gegenteil. Alois Windisch war Generalstabsoffizier und beim Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich wurde er von den Nationalsozialisten als unzuverlässig eingestuft. Und er hätte eigentlich in Pension geschickt werden sollen, nur dann kam der Kriegsausbruch und dann hat man dringend erfahrene Truppenoffiziere gebraucht. Nur deswegen wurde er nicht pensioniert. Und dann war er bekannt von seinen Untergebenen als ein fürsorglicher Kommandant. Er hatte sogar einmal einen Angriffsbefehl abgelehnt wegen Sinnlosigkeit. Dann wurde er seines Postens enthoben, strafweise. Und er hat auch mehrfach, weil er eben unter kritischer Beobachtung der Nationalsozialisten war, wurde er mehrfach seiner Kommanden enthoben. Und aufgrund der Entwicklungen der schlechten militärischen Lage hat er dann irgendwann einmal ein Divisionskommando erhalten und wurde dann zum Generalmajor befördert. Aber auch da war es so, dass ihm nichts vorzuwerfen ist. Ja.
Wir erleben ja aktuell eine Situation, wo es ums österreichische Bundesheer recht schlecht da bestellt ist. Das Bundesheer wurde über Jahrzehnte jetzt kaputt gespart. Wir wissen, es geht dem Bundesheer alles andere als rosig. Und anstatt hier jetzt wirklich Reformen zu setzen, geht die Regierung jetzt her und benennt Kasernen um. Der völlig falsche Weg, oder? Ja, das ist ja sowieso ein vollkommen groteskes Thema, dass man sich mit so etwas beschäftigt. Wie du richtig sagst, beim Bundesheer liegt vieles im Argen. Wir müssen nicht nur das finanziell aufstocken, sondern die ganze Struktur muss wieder angepasst werden, dass wir einen verfassungskonformen Zustand, nämlich nach der Milizstruktur, auch wieder aufbauen. Da haben wir ganz andere Baustellen als irgendwelche Titel umbenennen. Lieber Harald, wie schätzt du das ein, dass die ÖVP hier jetzt einfach mitspielt bei dem Thema? Ja, das finde ich besonders enttäuschend. Denn offensichtlich lässt sich hier die ÖVP für einen grünen kommunistischen Karren sperren, weil die haben das gefordert, ohne Not und ohne echte Begründung. Und das frage ich mich schon, wie die ÖVP das jetzt auch und die Abgeordneten in ihren Kameradschaftsbünden erklären, dass man eben jemanden nur dafür, dass er Soldat war, derartig verurteilt und im Nachhinein moralisch in Wahrheit vernichtet, weil wenn man eine Kaserne bewusst umbenennt, dann will man ja damit sagen, dieser Mensch ist nicht würdig, dass man auch immer eine Kaserne benennt. Also da frage ich mich schon, wie man das dann auch in den eigenen Reihen und wir wissen es, wie viele Abgeordnete auch in Kameradschaftsbünden aktiv sind, erklären will. Lieber Harald, lieber Volker, herzlichen Dank für das spannende Gespräch.